Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Blocks That Matter. Und beim letzten Mal haben wir ja vom Humble Bundle Update ein paar Schokoladenlevel beendet. Und da würde ich sagen, gehen wir doch mal wieder hier rein. Also wir haben beendet Chocolate Rain, So Sweet, Lonely Heart, Back in Black und Bridge for Two in der letzten Episode. Kann sich, denke ich, durchaus sehen lassen. Und jetzt machen wir eben Spirit of Sacrifice. In einer Sekunde. So, ja, jetzt kann's losgehen. Okay, wir haben ein weißes Viech und ein braunes Viech und wir müssen nach da oben, da müssen, okay, also es muss überleben, der hellbraune und der dunkelbraune, die weißen können immer sterben, sag ich einfach mal, also wir müssen ja in die Mitte da, ja. Dann los geht's, du wirst sterben. Tut mir sehr leid. Aber wir brauchen den dunkelbraunen. Dass er uns hier eben die dunkelbraune Schokolade wegmacht. Lasst mich in Ruhe. Oh. Nein, der hellbraune hat hier schon reingedingst. Das sollte er nicht machen. Du böser, böser, Typ. Aber ist kein Problem, denke ich. Oh nein, das wollte ich nicht machen, das war doof. Oder? Geht es noch? 1, 2, 3, 4. Na, gucken wir einfach mal. Ja, wie komme ich jetzt darauf? Gar nicht. Und der Grund, warum ich da nicht raufkomme, ist, ja, weil ich es ein bisschen vergeigt habe. Glaube ich. Naja, ich werde nochmal alles so machen wie eben. Also wir schießen den Block darüber. Dann den Block da rein, damit der dunkelbraune uns die Schokolade wegmacht. Ich glaube, man kann das auch nicht verändern. Also der wird uns hier immer das wegmachen. Ach so. Du machst also dem die Schokolade weg. Ich bin gerade so. Ich raff's gerade, glaube ich, nicht wirklich, wie es funktioniert. Also ich habe jetzt die Idee, ich warte, bis der hier wieder kommt, dann schieße ich den Block über ihn drüber. Nämlich so. Oh. Ja, nicht so. Ich wollte ihn natürlich nicht töten. Dass ich den Block einfach über ihn drüber schieße, dann habe ich einen Block mehr zur Verfügung, als ich davor habe. Und dann fällt der andere... Ja, ich denke, das funktioniert auch so. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schwer. Das war nur das eine Level, das so unglaublich fies war. Das dritte, glaube ich, war das tatsächlich. Das war für mich bisher das schwerste von diesen Schokoladenleveln. Und... Also man kann hier auch nie, man kann hier halt niemals durchkommen, bevor die... Ups... uns hier verhauen. Ach so. Der macht die Herzdinger weg. Ich sehe, wie es ist. Okay. Das heißt, wenn der die Herzteile wegmacht, die Herzblöcke, der rosafarbene, wie soll ich dann... Also meine Idee war jetzt halt, ich schieße den Block jetzt hier so rein. Ach so. Na, so viel dazu. Das bringt uns ja absolut ja nichts. Ich raff das Level gerade gar nicht. Was soll ich denn machen? Okay, wir haben einen Weißen. Der Weiße ist, der macht uns nichts kaputt. Den können wir einfach auch töten, denke ich. Also den Braunen brauchen wir ja definitiv. So, den Weißen können wir einfach töten. Kein Problem in dem Sinne. Der Braune macht uns dann hier die Tür auf. Vielleicht kann man ja hier tatsächlich irgendwie... Ach so, man kann ja den einen Hit nehmen und dann wäre man hier drüben und das bringt einem gar nichts. Wie ist das Level noch? The Spirit of Sacrifice.
Vielleicht bin ich ja zu blöde oder so, aber irgendwie. Irgendwie raff ich's nicht. Was ich auch mal ausprobieren will, was, wenn ich mich hier reinstelle, kann der über mich rüberlaufen? Nee. Okay, das war schon mal so ein Verzweiflungsversuch. Ach so, vielleicht. Ah, ich habe noch eine Idee. Vielleicht ist der Weiße doch nicht so nutzlos, wie ich dachte. So, und jetzt nehme ich hier Schaden mit Absicht und sorge dafür, dass der Weiße nicht stirbt. Achso, dann kommt der Schwarze aber auch nicht an die Schokolade ran. Ich dachte halt, wenn der Weiße überlebt, dass er halt den Lilanen so wegblocken kann. Aber irgendwie, das bringt mir halt auch nichts. Ich will mal auch was anderes testen. An mir bleiben die ja nicht hängen. Ich werde mal einfach versuchen, dass der Weiße... Nee, der Weiße, der muss sterben. Wenn der Weiße nämlich nicht stirbt, dann kommt ja der Schwarze überhaupt nicht daran. Was, wenn ich hier mit Vollspeed durchdüse? Bin ich trotzdem nicht schneller als der Hellbraune, da die, das Zeug wegmacht. Was natürlich bescheiden ist. Ja. Ah, so kann ich es ja... Okay. Ich denke, wenn ich jetzt die Sachen reinbaue... Moment, erstmal, kann ich nochmal gucken? Ich will nochmal ganz kurz gucken. Lass mich nochmal gucken, Game. Also ich hab jetzt folgende Idee. Und zwar ist das hier wahrscheinlich so eine Timing-Sache. Wenn ich genau, wenn ich jetzt baue, dann berührt der Typ das ja schneller, als die Tussi da rankommen kann. Genau. Oh, ich bin so schlau. Fick ja. Ja. Und dann schaffe ich das Level einfach mal. Boah, ich bin so schlau, ey. Ja, keine Ahnung, warum ich das musste ich gerade unbedingt sagen. So, nächstes Level, dann kann ich ja meine Schleunes unter Beweis stellen. Oh Gott, das Level ist so lang. Und ich weiß nicht mal, was ich hier am Anfang machen soll. Ja, den soll ich auf jeden Fall machen. Okay, es habe ich verstanden. Also der Anfang scheint mir relativ simpel zu sein. Die Herzsteine fallen ja nach unten. Zack, 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 zack. Und dann rennen wir mit Vollgas. Ja, perfekt. Machen das auf. Kicken den da rein. Das wäre schon mal der Anfang. Von der Logik her. Okay, es wird aber... Ich versuche gerade das geistig durchzugehen, aber irgendwie, wenn ich die beide da runterwerfe. Naja, ich werde einfach. Keine Ahnung. Also, auf geht's, ab geht's. Was soll schon schief gehen? Ich meine, außer dass wir das Level nochmal spielen müssen. Jetzt gehen wir da runter, dann fallen wir da an dem Monster hier vorbei. Und ich mach mal nur den einen auf, oder? Kick den dann hier rein, ja. Okay. Understood. Das war jetzt auch nicht so schwer zu verstehen. Okay, dann haben wir hier zwei. Aber wenn die beide unten sind, dann komme ich da nicht mehr dran. Das heißt, die wollen also von mir, dass ich mir den hole. Und dann, irgendwas Schlaues baue. Vielleicht so. Wenn ich den jetzt runterkicke, dann macht mir den... Ach, Mist. Okay, das war nicht schlau. Beim dritten muss ich mir noch was überlegen. Aber die ersten habe ich alle schon gerafft, denke ich. Rein, 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 rein. Also der erste war ja relativ einfach.
Da schieben wir den rein und dann macht uns das rosa Monster die Dinger weg. Der hier war auch relativ simpel. Das hatten wir auch im Game zwei oder dreimal gemacht. Sowas in der Art, dass wir eben uns quasi eine Brücke bauen und die dann von unten abbauen nochmal. Ist, denke ich, zweckmäßig. So. Du fällst da rein. Du fliegst nach links. So, bis hierhin war ja alles noch relativ simplistisch. So, jetzt muss ich mir halt irgendwas Schlaues überlegen hierfür. Es kann ja eigentlich nur so sein, dass wir. Ist echt nicht so simpel. Okay. Ja, die werden runterfallen. Ich brauche auf jeden Fall hier einen Stein, sage ich einfach mal. Oder ich habe eine andere Idee. Ja, jetzt kann ich ja eigentlich machen, was ich will. Moment. Ah, nein. 1, 2, 3. Ja, doof. Okay. Aber ich weiß jetzt, was ich mache. Es ging halt einfach, es ging sich zeitlich nicht mehr aus, was ich davor hatte. Aber ich kann einfach die Mechanik benutzen, dass die Steine eben runterfallen. Also dass die Steine immer so ein bisschen Delay haben. Also wenn zwei Steine übereinander runterfallen, dann wackelt der erste so ein bisschen in der Luft, bevor er runterfällt. Und dann wackelt der zweite so ein bisschen in der Luft, bevor er runterfällt. Und das kann man eben ausnutzen. Und ja, da habe ich eigentlich gerade gar nicht dran gedacht. Ist aber relativ simpel eigentlich. Eigentlich auch ziemlich schön und mit den Herzen und so. Und ich finde auch, ich finde es echt cool gemacht mit den. Man hat halt nochmal, eigentlich ist ja eigentlich nochmal so fast ein komplett neues Spiel. Man muss erst so wieder die Gegebenheiten lernen und so weiter. Ist eine ziemlich coole Sache. So. Jetzt habe ich ja definitiv genug Platz. Ja. Oh, und das war schon wieder dämlich. Ja. Oh Mann. Ich lerne es aber auch nicht, ne? Schon schlimm. Ja, ich muss den 1 tiefer setzen. Also. Und hier, der ist auch cool, der Trick, dass man in der. Man kann in der Luft stehen. Habe ich aber gleich schon mal erwähnt in irgendeinem Part von dem Video, dass man halt abusen kann, wenn man hier so über der Mitte steht und dann Y drückt. Das ist ein Spiel. Das Spiel kennt ja eben nur irgendwie die Blöcke, auf denen man steht oder auf denen man nicht steht. Und wenn man so halb auf einem Block steht und dann in den Baumodus wechselt, also ich kann mich jetzt mal hier so halb drüber stellen und in den Baumodus wechseln, dann falle ich hier runter. Das kommt bestimmt auch nochmal irgendwie in so einem Rätsel dran, in einem von den schwereren, wie das funktioniert oder sowas, dass man das Level sonst nicht schaffen kann oder sowas. Aber das ist ja überhaupt nicht gefragt, das ist ja eigentlich völlig simpel, was ich hier machen soll, aber irgendwie, ja, weiß nicht, warum ich das jedes Mal. Oh Mann, habe ich schon wieder verbaut. Ich sag einfach mal, ja. Wobei, nee, das geht nicht, das geht auch nicht. Ja, so viel dazu. Wir werden dieses Level nochmal sehen müssen, leider. Ja, irgendwie bin ich nicht lernfähig. Gerade. Schlimm. Also ich weiß genau, was ich machen will, aber irgendwie ist das alles schnell runtergefallen diesmal. Das Spiel verarscht mich so ein bisschen, kann das sein? Oder ich stelle mich echt nur dämlich an. Vor allem ist es halt auch nicht mal schwer. Das ist immer so, was mich so ein bisschen ärgert, wenn es nicht mal schwer ist und man es dann halt trotzdem irgendwie nicht auf die Kette kriegt. Naja. Ich lasse mich hier nicht entmutigen von dir, du blödes rosa Vieh. Du bist nur mein Werkzeug. Auch wenn ich dich nicht benutzen kann, wie ich will. So. Jetzt aber. Ne, noch ein bisschen warten. So. Das ist alles, was man machen muss. Das ist tatsächlich alles, das von einem hier gefordert wird. Und das ist so schwer gewesen jetzt. Weiß ich nicht. Nicht wirklich, ne? Ach ja, den muss ich gar nicht mehr holen, weil das schon das Ziel ist. Na dann war das dieses Level und ich denke, och ja, eins geht noch. Also eins kann ich nochmal zumindest mal ein, zweimal probieren. Okay. Also hier bekommen wir einmal braune Schokolade und einmal, ach ja, ist wahrscheinlich hier so ein Zeitding, dass wir da schnell genug sind. Waren wir.
So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt müssen wir erstmal denken. Okay, wir haben einen Typen hellbraune Schokolade und wir haben einen Typen, der dunkelbraune Schokolade wegmacht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass der dunkelbraune Typ. Also, das muss er wegmachen, das muss er wegmachen und da muss ich noch irgendwie hochbauen wahrscheinlich. So, das ist alles. Ach ja, und dann kann ich noch den hier machen. Und das war alles, oder was? Das Level, das war das komplette Level. Ach verdammt. Wie bekomme ich jetzt den Herzstein weg? Also, wenn ich den jetzt von der Seite wegkicke, ist natürlich schade. Okay. Dann ist das Level vielleicht doch etwas komplexer, als ich dachte. Ich bin immer so voreilig, so, ah, guck mal, was ist das für ein leichtes Level, guck mal, voll, voll easy, ey. Und dann merke ich erst, dass es doch nicht so leicht war. Okay. Okay, also wir müssen wieder hier einen Schokoladenweg bauen. Ich denke, das war schon ganz okay. Ja, wir müssen das ja alles in einem Go machen. Ich werde einfach mal hier runtergehen. Ich werde einfach den einen Hit nehmen und durchrennen. So, ist mir wurscht. Da mache ich einen auf John Rambo. Und was? Was will ich denn mit dem? Ah, der Weiße. Der Weiße muss hier hinten die Penisformation befreien. Oh, ich glaube, das mache ich in die nächste Episode. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, bis zur nächsten Episode. Tschüss!